Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich befinde mich gerade übrigens auch, um mal ehrlich mit euch zu sein, ich befinde mich wie gesagt gerade auch schon nach der letzten Folge, die ihr gesehen habt. Und nehmen das hier im Prinzip direkt danach auf, also wirklich direkt danach. Und deswegen wir machen heute, Alter, ich bin richtig verwirrt gerade. Wir machen heute einmal hier unser Hafen Design, die Details werden wir heute verbessern. Denn mir ist ja in der letzten Folge aufgefallen, endlich, danke, dass dort hinten nichts aussieht, beziehungsweise nichts aussieht, denn nichts fertig ist, einfach gesagt. Dass hier nichts fertig ist und theoretisch, Alter, dass, also, wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, tue ich das überall in den Berg. Okay, vielleicht auch nicht, vielleicht sieht es auch kacke aus, aber, lol, ich habe hier einfach überall, Alter, warum habe ich das denn hier überall vergessen? Ich habe hier überall vergessen, die Zäune zu setzen. Guck mal, hier sind überall keine Zäune. Hier fehlt sogar einfach alles. Hier ist einfach auch nichts. Ich kleiner Fuscher. Ich glaube, ich mache das wirklich einfach so ohne alles. Vielleicht kann man hier später, wenn ich den Stuff dafür habe, einen Blumentopf oder irgendwas in die Richtung draufsetzen. Irgend so ein kleines Detail. Aber sonst würde ich das erstmal wirklich einfach so lassen. Also manchmal frage ich mich wirklich, was mit den Geräuschen in Minecraft abgeht, ne? So, okay. Falltür. Tür, hier ist noch ein falscher Zaun. Hier muss der richtige noch hin. So, und ganz theoretisch gesehen, wenn man so will, ist der Block hier absolut falsch gesetzt, weil das da hätte eins zurückgemusst. Aber ich lasse das jetzt einfach so. Ist ja relativ wurscht. Das hier kommt noch so, dass es ein bisschen ordentlich ist. So, zum Beispiel auch hier. Habe ich überlegt, den Hafen weiterzubauen, aber erstmal wollte ich das nicht machen. Und dann habe ich das hier einfach so absolut fuschermäßig so gelassen. Das ist einfach, ich finde sowas richtig kacke. Yo, was? Die Zombies können aus dem Wasser rauskommen? Ich dachte immer, die sind da drin gefühlt eingesperrt so. Wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, die sterben an der Oberfläche, lol. Das Ding ist, eigentlich bin ich ein Typ, der sowas hasst. Der dieses Pfuschen hasst. Ich bin so ein richtiger Perfektionist und sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hasse es, wenn man so pfuscht und es dann einfach so lässt. Und ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte, dass ich so gepfuscht habe und dass es halt einfach so geblieben ist am Ende. Weil eigentlich ist es auch so überhaupt nicht mein Stil zu bauen, wisst ihr? Eigentlich mache ich immer erst eine Sache zu Ende. Okay, nicht komplett zu Ende, aber ich mache jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich will den Hafen bauen, baue ich erstmal den Hafen und detail den kompletten Hafen später. Aber ich lasse doch nicht einfach alles so, wie es ist. Ich komme damit gerade überhaupt nicht klar. Naja, dafür ist es jetzt alles behoben. Pünktlich zum 01.01.2020 nehmen wir uns einfach vor, nicht mehr zu pfuschen in diesem Projekt. Und beheben als Strafe dafür, dass wir gepfuscht haben, einfach jeden Pfusch. So, hier kommen jetzt dann noch die drei Zäune hin und theoretisch ist der Abteil dann hier auch fertig. Dann haben wir nämlich hier auch endlich die Abgrenzung, dass das alles passt. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen würde, wäre das. Einmal die hier auch wegbauen. Damit hier so ein bisschen abgegrenzter ist, in Anführungszeichen. Mann, Leute, ich komme mit dem Inventarplatz nicht klar. Ich habe einfach viel zu wenig Platz im Inventar. So, genau, hier fehlt auch nichts. Hier, doch, hier fehlt was. Hier müssen nämlich einmal Falltüren ran und Mann, Wuffi. Alles ist gut, Bruder. Ja, das sieht gut aus. Das lassen wir direkt so. Und kann man hier oben, oder ist das dann zu viel? Nee, das ist zu viel. Das machen wir weg. Was? Hier fehlt auch... Ich könnte mich gerade über mich selbst aufregen, ne? Also was habe ich denn hier zusammengepfuscht? Also wirklich jetzt? Das geht ja... Es ist ja ekelhaft. Und als allererstes mache ich hier mal die ätzende Wasserquelle weg. Hopp. Damit hier nicht mehr das Wasser runterragt, damit wir hier auch in Ruhe bauen können. Und nein! Oh Mist. Okay, das Wasser spült nicht alle Fackeln weg, alles gut. Also hier... Oh Mist, jetzt... So, den Holzblock gesetzt. Hier kommt der definitiv dann im Prinzip. Mann! Ey. Hier kommt ja hier dieser Moment, wenn der Kopf einfach komplett tot ist. Hier kommt ja dann definitiv der Boden rein. Im Prinzip einfach so, wieder so wie immer. Und hier würde ich dann die Treppe hochführen wollen. Jetzt ist die Frage, wie will ich die Treppe bauen, dass sie erstens gescheit aussieht und zweitens mir halt auch gefällt. Also was ich auf jeden Fall baue, ich werde auf jeden Fall eine gerade Treppe bauen. Kann man nicht einfach so? Dann macht man so. Klar, das Muster kommt später noch rein. Dann könnten wir hier theoretisch aber den machen. Und das gleiche machen wir hier auch. Nee, aber das sieht kacke aus.
Das gefällt mir nicht, wenn das so ist. Was halt auch extrem scheiße ist, ist dieses Loch. Hier hat ein Creeper mein Loch eingesprengt. Und dann habe ich da so eine kleine Basis gemacht, wo ich mein Bett und so hingestellt habe. Aber es macht ja absolut keinen Sinn. Warum habe ich da mein Bett hingestellt? Stopp. Wir müssen, bevor wir die Treppe hier anfangen zu bauen, erstmal die Treppe hier bauen. Weil dann kann ich den Berg auch ein bisschen terraformen, dass das mehr zum Terrain passt. Und ich kann die Treppe wahrscheinlich leichter bauen. Und genau hier ist dieser Lagpunkt. Junge, ich raste irgendwann aus. Irgendwann schmeiße ich wirklich meinen PC durchs Zimmer. Frage ist, machen wir die Treppe 3? Ich würde sagen 4 Block breit. Aber dann sieht es von hier oben auch kacke aus. Reiß einfach ein Stück von dem Berg ab und dann müsste das auch passen mit der Treppe. So, dann können wir nämlich jetzt die Treppe einfach 4 Blöcke breit machen. 1, 2, 3, 4. Und hier können wir dann den Punkt machen, wo die Treppe halt hochkommt bzw. ankommt oder losgeht, je nachdem von wo man läuft. Hier kommen dann wieder 2 oder so ein paar von diesen Treppen hin. Und Leute, ich habe das jetzt übrigens hier so gebaut, das hier geht ja gleich noch weg. Ich muss sagen, irgendwas sieht da dran noch unnatürlich aus. Ich weiß aber noch nicht so wirklich was. Was auch richtig komisch aussieht, ist, warum sind da Löcher? Guck mal, da sind 4 Löcher unter der Erde. Und ich weiß nicht, warum die da sind. Das macht absolut gar keinen Sinn. So, was ich dann auf jeden Fall bei der Treppe wieder machen werde, ist genau das wieder drüben. Heißt so, so. So, und jetzt wird hier wieder einfach die Mischung reingeknallt, wie auch sonst. Wobei ich jetzt aber sagen muss, irgendwie sieht die Treppe echt ein bisschen breit aus, ne, wenn man hier vorbeiläuft. Das ist echt schon eine heftig breite Treppe. Vielleicht baue ich die doch nur 3 Block dick. Okay, das ist jetzt doof, weil ich den kompletten Berg deswegen abgerissen habe, aber... warum fehlen hier denn überall die Falltüren? Guck mal, hier fehlen auch die Falltüren. Habe ich die nie gesetzt? Warum habe ich die nie gesetzt? Da fehlen auch die Falltüren. Die fehlen da komplett. Ich habe, glaube ich, einfach den Bauschritt bei der Mauer hier wirklich vergessen. Und deswegen waren hier nie die Falltüren. Alter, was bin ich denn für ein Fuscher? Und warum hat niemand von euch in die Kommentare geschrieben, dass ich die Falltüren vergessen habe? Jungs, ihr müsst mal ein bisschen mehr mit mir aufpassen hier in den Folgen. Die Frage ist halt immer noch, bauen wir da Zäune hin an der Treppe oder lieber nicht? Weil ich habe hier Zäune hingebaut. Und ich muss sagen, hier haben mir die Zäune auch echt gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob es bei der Treppe da auch so ist. Wir müssen es mal einfach ausprobieren. Weil das Problem ist, so eine große, gerade Treppe hatte ich ja bisher noch nicht gebaut. Fällt mir gerade auf, die gibt es ja in dem Hafen noch nicht. Also ich habe da auch noch kein bestimmtes Design für, wie ich das machen will. Also ich gehe jetzt erstmal schlafen, es ist schon wieder Nacht. Das Ding ist, ich werde da gleich mal die Zäune aufsetzen und gucken, wie das aussieht. Weil ich kann mir das ganz gut vorstellen. Weil ich glaube, die Zäune sind so vieles Auge, dass die Treppe halt gehalten wird. Und hallo, lieber Creeper. Oh mein Gott, der stand ja gerade schon fast vor mir. Hopp. So, und da ist er tot. So, und jetzt könnte man theoretisch einfach hier hochgehen und gucken, wie das aussieht. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht mit den Zäunen. Das sieht irgendwie richtig komisch aus hier an der Position. Da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen für die Wand. Irgendwas fehlt noch, ich weiß aber noch nicht was. Irgendwas ist da, was ich irgendwie anders haben will, aber ich hab wirklich überhaupt gar keine Ahnung was. Ich kann mal versuchen, vielleicht liegt das wirklich daran, dass hier einfach keine Wand hinter ist, sondern die Treppe so ein bisschen aussieht, als würde sie schweben. Also ich muss sagen, hier dieser eine Block an der Mauer sieht noch nicht ganz natürlich aus, genau der da. Das hier kann abgerissen werden, so. Jetzt müsste es eigentlich, ja jetzt sieht es komplett aus, als hätte die Welt es so generiert. Ich muss sagen, jetzt gefällt mir die Mauer auch, irgendwie gefällt sie mir mehr, aber irgendwie auch nicht. Also wirklich, gerade habe ich so so überhaupt null Peilung. Leute, ich lasse es erstmal so und falls ihr Ideen dafür habt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Mir fällt gerade echt nicht mehr ein, was ich dort noch an die Treppe ranmachen soll, was mir gerade fehlt so. Nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist da, was noch, da fehlt, irgendwas fehlt mir da. Ich weiß aber überhaupt nicht was, ich habe gar keine Ahnung, was mir da fehlt. So, hier müssen wir einmal ausleuchten, dass hier auch keine Monster drin spawnen. Und dann können wir hier einmal die Wand von dem Berg ein bisschen terraformen, dass es einfach natürlich aussieht. Dann kommen hier einfach 2 Zäune hin und die Treppe gefällt mir jetzt zum Beispiel auf Anhieb richtig, richtig gut. Die sieht direkt richtig gut aus, außer dass hier der kleine Abschnitt irgendwie überhaupt nicht passt. Können wir hier terraformen? Ja, aber dann ist der Zaun da irgendwie auch ein bisschen fehl am Platz, ne? Wenn es hier eh so ist. Oh, ist das, Alter, das ist gerade richtig, es tut mir leid, falls meine Stimme wieder so ein bisschen leiser wird und so. Aber es liegt aber daran, dass ich hier gerade wirklich gucken will, wie ich das am schönsten für mich baue, wie mir das am meisten gefällt. So, dann haben wir jetzt die Treppe hier fertig und haben den Fusch hier auch beseitigt, außer dass da eine Falltür... Mann, warum? Genau hier ist die Leckstelle, Alter, ne,
Ne, ne, irgendwann ist echt vorbei. So, aber hier kommt die Treppe noch hin. Und jetzt wird hier in der Ecke was. Machen wir einfach so. So, top. Und jetzt müssen wir hier den Boden bauen. Das sollte ja aber nicht allzu lange dauern. So, und dann haben wir den Pfusch auch behoben. Theoretisch. Müsste jetzt alles fertig sein. Ich gehe aus von theoretisch, weil ich mir da nie sicher sein kann. Die hier, die Werkbank können wir gleich mitnehmen. Die ziehen wir mal ein. Steht hier sonst noch irgendwo eine Werkbank? Nee. So, dann haben wir den Abteil hier. Hier ist alles fertig. Hier haben wir die Treppe gebaut. Wobei mir irgendwie hier, da fehlt auch schon wieder die Falltür. Warum fehlt? Und hier ist auch, das ist komplett falsch gebaut. So, dann kommt man hier hoch. Hier ist alles fertig. Hier ist alles fertig gebaut. Und hier die Treppe ist jetzt fertig. Heißt, wir haben jeden Abteil soweit erstmal, ich betone auf erstmal, fertig gemacht. Alles auch soweit ausgeleuchtet. Die Werkbank kann ich gleich auch einziehen. So, dann ist da drüben ist auch alles jetzt durch. Aber hier ist jetzt alles fertig. Hier ist alles durch. Hier haben wir alles durch. Da ist eine Falltür hochgeklappt. Keine Ahnung warum. Da haben wir das Problem, haben wir da behoben. Und theoretisch gibt es jetzt keinen Pfusch mehr in irgendeiner Weise, den es hier, der hier irgendwie existiert. Hier habe ich übrigens die Treppen auch mal ordentlich gemacht. So Leute, dann hoffe ich, euch hat die kleine, aber feine Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Morgen 17 Uhr. Ich denke mal, morgen kümmern wir uns hier ein bisschen um die Treppe. Machen hier auf jeden Fall die Treppe klar. Und schauen direkt mal, dass wir vielleicht schon anfangen mit dem Design hier. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao.